Hallo, hier ist der Christian von Speedtest TV. Heute im Test das neue Mercedes-Benz GLC Coupé. Lange hat es gedauert, doch endlich nahm Mercedes-Benz die Herausforderung an, gegen den BMW X4 anzutreten. Mercedes-Benz bezeichnet das GLC Coupé als Sportwagen unter den Midsize-SUVs. Doch wie sportlich ist das GLC Coupé tatsächlich? Das wollen wir heute herausfinden. Viel Spaß bei dem Video! Gerade cruise ich ganz entspannt über eine italienische Autobahn mit dem Mercedes-Benz GLC 350D Coupé. Und für den Vortrieb sorgt ein 3 Liter großer V6 Turbodiesel mit 258 PS. Und dazu kommt, jetzt haltet euch fest, ein Maximaldrehmoment von satten 620 Newtonmetern, die von 1600 bis 2400 Touren anliegen. Und in Kombination mit einer 9-Gang-Automatik sportet das Mercedes-Benz GLC 350D Coupé in nur 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und die Topspeed, die liegt bei 238 km/h. Das Cruisen über die Autobahn im Komfortmodus ist extrem lässig, man fühlt sich mega entspannt. Ist einfach nur herrlich, wie die Air Body Control, also die Luftfederung, die Unebenheiten der Autobahn wirklich glatt bügelt und richtig toll absorbiert. Also man gleitet förmlich über die Straße. Ein richtig cooles, lässiges, entspanntes Fahren. Also es ist ein richtig schönes Reisen. Und der V6 Turbodiesel, der ist zudem auch sehr leise. Also man wird gar nicht vermuten, welche Kraft der besitzt. Aber wenn man dann wirklich mal ganz spontan die Power abrufen möchte und das Gaspedal durchtritt, dann zeigt er auf jeden Fall, wie kräftig er zupacken kann. Und 620 Newtonmeter, die spürt man auf jeden Fall. Jetzt wird es nochmal richtig interessant. Das Mercedes-Benz GLC Coupé besitzt 5 Fahrmodi und die wirken sich aus auf die Lenkunterstützung, die Gasannahme und natürlich auch auf die Stoßdämpfer. Und der erste Modi, der wäre im Endeffekt der Eco-Modus. Der ist jetzt hier zum Kurvenbilder nicht relevant. Ich möchte euch trotzdem kurz erläutern, was der bezweckt. Das Fahrwerk senkt sich 15 mm ab und dann kann er zum Beispiel bei Autobahnfahrten mit gleichmäßigen Geschwindigkeiten, der kuppelt sich aus und das spart natürlich dann Sprit, ist dann auf eine sehr effiziente Fahrweise ausgerichtet. Dann haben wir noch den Komfortmodus, der ist von Werk aus nicht wirklich soft hinterlegt und ist klar aufgrund des hohen Karosserieaufbaus, denn sonst hätte man wirklich nur noch ein Wanken und Schwanken, schon beim normalen Fahren. Aber jetzt hier beim Kurvenbildern, da würde ich definitiv nicht den Komfortmodus empfehlen, weil man spürt schon den hohen Karosserieaufbau bei diesem Modus und der ist halt oft im Vergleich dazu schön weich ausgelegt. Zum Cruisen macht es natürlich Spaß, aber wir wollen jetzt hier einen anderen Spaß haben. Auch in diesem Modus senkt sich das Fahrwerk um 15 mm ab und man spürt sofort, wie sich die Stoßdämpfer verhärten. Die Gasannahme wird noch direkter und schneller. Die Lenkunterstützung, die ist nicht mehr so weich. Aber, und das muss sich dem Modus auch gut heißen, es ist nicht unkomfortabel. Und dann
haben wir letztendlich auch noch den Sport Plus Modus und der knallt die Gänge richtig rein. Die Gasannahme ist ganz scharf und das Fahrwerk, das ist jetzt richtig straff. Und in diesem Modus, der sorgt wirklich für ein deutlich spürbares Plus an Querdynamik. Das heißt, in diesem Modus ist, ja, kann man so sagen, das GLC Coupé lässt sich in diesem Modus nicht so schnell aus der Ruhe bringen und man bekommt mit diesem SUV Coupé richtig Spaß in Kurven. Also er kann Kurven, definitiv, und man kann es wahrscheinlich mal grinsen sehen. Das macht richtig Laune. Und dann muss man allerdings auch dazu sagen, weil das hohe Gewicht, es sind beim Diesel knapp 1,8 Tonnen, also ein bisschen schwerer als der Benziner. Da sieht es dann so aus, dass das hohe Gewicht, das lässt sich in der Karosserieaufbau, lassen sich auch im Sport Plus Modus nicht unbedingt wirklich wegradieren und nicht leugnen. Es ist wirklich sehr, sehr gut ausgerichtet, der Modus. Aber wenn man es viel zu schnell angeht, dann sieht es so aus, dann fängt er schon an, leicht zu untersteuern. Aber das ESP, also das elektronische Stabilitätsprogramm, das greift dann wirklich sehr sicher ein. Was ich auch klasse finde, ist diese schöne, direkte und sehr schnell die Lenkbefehle umsetzende Lenkung. Das trägt definitiv zum hohen Kurvenspaß bei. Also für meinen Geschmack könnte die Lenkung auch im Sport Plus Modus noch einen kleinen Tacken mehr Feedback bieten. Dann wäre sie perfekt. Aber ansonsten toll umgesetzt. Gänge besitzt mittlerweile das Mercedes-Benz GLC Coupé und die Automatik, die funktioniert einwandfrei. Das heißt, die Gänge werden sehr weich geschaltet und das System legt stets den richtigen Gang ein. Das heißt, auch bei einer, vor allem wenn man Sport Plus Modus fährt, dann schaltet das System beim Anbremsen von der Kurve mehrere Gänge zurück, dass man dann wirklich beim Kurvenausgang Gas geben kann und wirklich schön sich schön herausdrücken kann. Es beim manuellen Modus ist natürlich auch möglich, über Pedals am Lenkrad zu schalten. Aber ich muss schon sagen, bei 9 Gängen, da kann man schnell die Übersicht verlieren, so ein bisschen. Das heißt, man muss schon wirklich gucken, welcher Gang überhaupt eingelegt ist im Display, weil man weiß es gar nicht mehr bei so vielen Gängen. Jetzt kommt der Innenraumcheck des Mercedes-Benz GLC Coupés. Die Sitze, die sind wirklich sehr komfortabel auf der Langstrecke, bieten aber auch viel Seitenhalt beim Kurvenspaß. Und das ist natürlich auch wichtig, dass beide Disziplinen gemeistert werden. Ich mag übrigens hier diese rot-schwarze Lederkombination, die gefällt mir wirklich sehr gut. Und jetzt mache ich mal einfach einen Schwenk durch das Cockpit, damit, lasst es einfach auf euch wirken, die ganzen Details und so, das ist wirklich toll gemacht hier. Schauen wir hier an, hier ist zum Beispiel alles mit Leder bezogen, in Türen fängt es bereits an, Aluminiumapplikationen, alles hochwertig ausgeführt, also Plastik, das beginnt erst hier unten und das sogar auch noch hier unterschäumt, sogar hier ist Softtouch hier unten, das ist also auch nicht selbstverständlich in dieser Klasse. Dann gibt es auch viele Flaschenhalter, kleine Flaschen, hier passen auch große Flaschen rein, ist noch mehr Platz, also sogar in den Türen ist richtig was unterzubringen. Dann das Lederlenkrad liegt auch beim Fahren sehr schön griffig in der Hand, die Instrumente sind scharf gezeichnet, aber natürlich die Geschwindigkeit, Gesamtreichweite, Verbrauchsanzeige, Eco-Anzeige. Oh, okay, jetzt in den Bergen habe ich mal 20 Liter verbraucht, weil ich die ganze Zeit auf Pässen unterwegs bin. Hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich noch die Navigation anzeigen zu lassen, Radio, Medien und vieles mehr. Jetzt erstmal wieder zurück für nachher. Und dann haben wir hier in der Mittelkonsole, alles besteht hier aus Carbon, macht einen richtig tollen, hochwertigen Eindruck.
Dann haben wir hier einen 21,3 cm großen Bildschirm. Das ist natürlich jetzt Geschmackssache mit der Unterbringung. Einige mögen es lieber, wenn er ausfährt. Also mich stört es in diesem Fall persönlich nicht. Und ist auf jeden Fall ein sehr schönes, scharfes, gestochenes Bild. Und das Ganze erinnert wirklich an Smartphone-Optik, auch mit dem schönen silbernen Rahmen drumherum. Hier alles ist mit Leder bezogen. Hier noch mehr Aluminium-Applikationen, Soft-Touch. Und sogar hier das Handschuhfach, auch hier Soft-Touch. Und ich gerade in der Mittelkonsole bin. Hier ist noch ein weiteres Fach, zwei Becherhalter, hinter noch ein weiteres Fach. Und das ist übrigens das Touchpad und darunter ein Drehregler, um das Infotainment-System zu steuern. Mit Klavierlack dazu. Sieht auch toll aus. Und hier in der Mittelkonsole, das auch schönes, tiefes Fach. Lässt sich auch viel unterbringen. Zwei USB-Anschlüsse unter anderem. Und er kann sagen, es ist ein verdammt hochwertiges Fahrzeug. Und gut, man erwartet auch nichts anderes von Mercedes-Benz, aber es ist wirklich so. Und Plastik sucht man hier vergeblich. Man müsste jetzt wirklich unten gucken. Hier unten in der Mittelkonsole, da unten, in dem unteren nicht sichtbaren Bereich, da befindet sich dann schon Plastik. Auf den Vordersitzen können Sie sich dann rund 2 Meter große Person problemlos bequem machen. Auf dem Rücksitzen aufgrund der Kopffreiheit, da sind es dann rund 1,90 Meter große Personen. Bevor ich jetzt noch einen Blick in den Kofferraum werfe, ich genieße nämlich die Aussicht, mach mal noch mal einen anderen Schwenk. Also das heißt, also in diesem Gebiet bin ich gerade dabei beim Kurvenbildern. Also schaut euch mal dieses geile Panorama an. Hammer! Und so geil sehen auch die Straßen aus. Das heißt, man hat hier richtig Spaß. Aber zurück zum Auto. So, das ist der Kofferraum des Mercedes-Benz GLC Coupés. Bereits im normalen Zustand sind es 500 Liter Ladevolumen. Mit umgeklappten Rücksitzlehnen sind es sogar 1400 Liter. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dürfte das eigentlich einer der besten Ladevolumina im gesamten Segment sein. Die Ladekante, die ist für ein SUV typisch hoch, aber die Ladestufe nach innen, ich zeig's euch von hier aus mal, die ist schön flach. Das heißt, man hat eigentlich nur diese eine Stufe, was ich auch toll finde. Es gibt Netzen, Seitenablagefach, insgesamt Ösen aus Metall, sehr stabil. Kann man Sachen optimal befestigen, natürlich auch hier an den Seiten. Und wenn man die Sitze umklappt, ich mache das jetzt genau, Taschenhaken ist hier auch noch. Und wenn man jetzt exemplarisch, klappe ich jetzt noch auf der rechten Seite um, weil ich links mein ganzes Zeug noch stehen habe. Aber es ergibt sich dann eine nahezu ebene Ladefläche und die ist richtig lang. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie lang die ist. Testen wir es einfach aus. Also ich bin, ihr wisst ja, ich bin 1,78 Meter lang. Mache jetzt gerade den Hindernisparcours. Krabbel durch die Mercedes-Benz GLC-Klasse. GLC, sorry. So, meine Füße stoßen jetzt an die hintere Ladekante an und mein Kopf genau an den Rücksitz. Also 1,78 Meter lange Gegenstände kann man hier unterbringen. Gut, jetzt bin ich zwar der 1,78 Meter lange Gegenstand, aber es ist richtig viel Platz. Also Fahrräder, Freizeitutensilien. Kann hier alles problemlos mitnehmen im GLC Coupé. Also Daumen hoch. Das neue Mercedes-Benz GLC Coupé sieht verdammt heiß aus. Mich beeindruckte vor allen Dingen die große Spreizung zwischen Komfort und Dynamik. Man kann mit dem neuen SUV Coupé lässig und komfortabel cruisen und auf Knopfdruck gibt es eine Menge Kurvenspaß. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch bei YouTube freuen. Bei Fragen stehen wir uns selbstverständlich zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.